Okay. Shop. Shopping. Nein, das ist übernachten. Ist das da? Nix. Klo, ich muss aufs Klo, oh mein Gott. Da ist übernachten. Da oben ist Item Shop. Da geht's zu Don Corneole oder wie das heißt. Das ist eine von den legendären Szenen. Das Gasthaus zu holen, ich bin jetzt ein Privatclub. Es werden nur Mitglieder eingelassen. Nee, keine Chance, lass gut sein. Es klappt einfach nicht. Wir sind zu verschieden um ein knappes Gehalt, das funktioniert einfach nicht. Was zum Teufel, du Wichser? Das ist keine scheiß Show, ich bin beschäftigt. Pass auf, sonst gibt es gleich Ärger. Deswegen aufführen hier. Ich ramm dir mal ein Schwert zwischen die Augen, Alter. Jetzt schon. Mann, soll ich reingehen oder nicht? Sowas macht mich völlig irre, bin ich blöd. Hey, bist du nicht? Was heißt das, du bist auch? Ja, ich auch. Du bist dir fast Kindheitsfreund und du bringst eine neue Freundin an so einen Ort? Was bist du denn für ein Mensch? Wo zur Hölle weißt du von Tiffa, Mann? Was bist du, einer für Dicker? Ich kann mich nicht entscheiden. Weswegen denn? Ich mag's nicht aussprechen. Es ist ein Laden dort unten auf der rechten Seite. Der rechte Laden. Was bist du? Bitte komm herein. Hier gibt's gratis einen Apothekengutschein, wenn ihr jetzt kommt. Okay, auf geht's. Gratis ist geil. Nehmen Sie Platz, wo es Ihnen beliebt. Setzen. Was darf ich Ihnen bringen? Koreanischer Grillteller, Sushi-Teller, Tagesgericht. Nimm einen Sushi-Teller. Ein Sushi-Teller. Kommt sofort. Hier wird zuerst bezahlt, das macht dann 70 Gil. Nein, Moment. Grillt der gerade Sushi? Die wissen schon, dass Sushi nicht gegrillt wird, ne? Ja bitte, lassen Sie es sich schmecken. Ich meine, es schaut wie Sushi aus, aber er hat's in der scheiß Pfanne gehabt, du Penner. Ja, ein Gutschein für die Apotheke, den kann man dort eintauschen. Wir haben keine Gutscheine mehr, warten Sie auf das nächste Angebot. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall ein bisschen rum spielen, um den Gutschein zu bekommen, nicht den Gutschein, sondern ich weiß, Machine Gun, Guns sind immer gut, her mit den Waffen, kaufen, Mitrilstange, Sturmgewehr, so, 370, das nehmen wir auch mit, weil die Tiffer kommen dann später mit dazu. Ah fuck, ich hab's gewusst, wir finden, bevor wir ausrüsten. Ja, ich hab's gewusst, wir finden davor noch was. Sheet. Titanreifen mit Drillarmband wäre schon cool, aber das können wir uns gar nicht leisten. Deswegen verkaufen. Objekt. Mit Drillstange Metallfass haben wir gekauft. Bronzereif können 4 weg. Titanreif können beide weg. Phönixfeder ist 150 wert. Nee. Ja, Phönixfedern verkaufen bin ich immer ein bisschen. Ich knausere dich. Nochmal 2 mit. Ausrüsten. Ich bin einer, der ist immer gerne auf Maximum ausgerüstet. Bloß die Kohle reicht irgendwann einfach nicht mehr. Ausrüsten. Schutzstab. Hä? Was war das jetzt? Falscher Knopf? Seilzeit mit Trichstange. So, los geht's. So, jetzt war, was war denn hier? Das war, glaube ich, eine Bar, ne? Ja, genau, da hockt doch der Typ auf dem Klo. Kannst du mir einen Gefallen tun? Da ist schon den ganzen Tag jemand drin und kommt nicht mehr raus. Ich kann's nicht mehr halten. Hier drin ist jemand. Guck weg. Was zur Hölle frisst ihr denn da, Mann? Ich bin zu hyper und... Achso, ja, wir müssen den Mediziner holen, dann müssen wir den raus tun und dann bekommen wir, glaube ich, irgendwas. Wie gesagt, ich warne schon vor, ich habe keinen Plan mehr vor dem Spiel, also bei vielen Sachen. Ich weiß grob noch die Sachen. Aber warte mal, ist die Apotheke da oben? Ne, das ist das Laden gewesen. War das die Apotheke? Komm, erzähl mir, dass du die Apotheke bist. Hä? Da. Wir haben schon geschlossen.
Jetzt mal ernsthaft, wir hatten so ein Haus. Also so ein Laden, wo man mitten auf der scheiß Theke liegt. Was ist los? Das ist die Kleidung. Ah ja, stimmt, das brauche ich dann für was anderes. Alter, ich bin so gespannt im Remake, wie die diese Szene machen. Nein, nicht zum Item, oder? Doch, da neu. Doch, das stimmt, das ist hier. Hau die Medizin raus, Alter. Huch. Warum sagst du nichts, wenn du da stehst? Ah, ein Gutschein, such dir ein Mittel aus. Abführmittel. Bitteschön. Ich weiß gar nicht, ob man die anderen Sachen nehmen kann. Was magst denn du da? Sind Katzen nicht großartig? Die hier ist etwa so etwas groß. Ja, die sitzt. Ja, nein. Kein Kommentar. Guck weg. Gib ihr Medizin. Gibst du wirklich welche? Danke. Puh, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank, meine Güte. Sexy Parfüm. Ach, das war eine Frau? Jetzt ist der Nächste. Ja, okay, dann warte mal, bis du weg bist, Alter. So. Hoppla. Krass, aber kann dir keiner von denen zusperren? Ah. Ja, mal da rein. Ich weiß gar nicht, ob ich in den Sachen alles gerade vorgreife. Oh je, ich habe wieder zugenommen. Bleib doch hier. Trainier mit uns. Also 1, 2, 3, Kniebeugen im Takt. Ich versuch's ja. Wie ist das? So. Warte mal, wir müssen jetzt, glaube ich, aber erstmal irgendwas müssen wir triggern, damit es weitergeht. Müssen wir nochmal mit dem Typen am Eingang reden? Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Haufen vergessen habe? Kommen selbst Loser wie du können hier einen Traum ihres Lebens erfüllen. Suchst du auch eine Freundin? Kennst du eine Tiffa? Hey, du bist aber schnell. Tiffa ist. Tiffa ist unser neuestes Mädchen. Leider führt sie aber gerade ein Gespräch. Hier im Gasthaus zur Honigbiene werden die neuen Mädchen erstmal zu Don Corneos Villa gebracht. Und Corneo ist ein berühmter Amateur. Hä? Wieso Amateur? Jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht nach einer Braut. Warum Amateur? Ja, ist mir schon klar. Geh weiter. So. Dann hier etwas ausruhen. Wir haben ein schönes Zimmer. Wie wär's? Nö. Junge, da warst du ein hübsches Mädchen. Bring sie den Don und du machst dein Vermögen. Es ist ein bisschen früh für dich. Komm später wieder. Ja, okay. Was soll ich nur tun? Was soll ich? Soll ich es einfach kaufen? Oder soll ich es einkaufen? Ach, keine Ahnung. Nicht drängeln, Rüpel. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh Mann. Warte. Da. Das ganze Gerümpel, muss das hier rumliegen? Das gehört alles dem Eigentümer des Waffengeschäfts. Er sammelt diese ganzen Sachen und bewahrt sie hier auf. Oder meinst du den Waffenhändler, der einen Panzer in seinem Geschäft hat? Aber du hast recht, das hier ist nur Schrott. Ja, aber man sammelt halt gern Sachen. Viele Sachen. Hä? Was war da? Ach so, ja. Das ist das Anwesen von Don Corneo, dem mächtigsten Mann in Wall Market. Hör zu, der Don steht nicht auf Männer, also lass dich hier nicht wieder blicken. Hä, und du hast noch ein Schätzchen dabei. Das scheint das Anwesen des Don zu sein. Ich sehe mir mal genauer an. Ich werde Tiffa von dir erzählen. Nein, das kannst du nicht. Warum? Du weißt, was das für ein Ort ist, oder? Was soll ich denn sonst tun? Willst du mit reinkommen? Naja, als Mann dürfte das nicht so einfach sein. Und außerdem, wenn ich da reinplatze, gibt's viel zu viel Aufregung. Aber ich kann mich da nicht einfach allein reingelassen. Mann, oh Mann. Wie sie halt schon nebendran kichert, Alter. Ich weiß nämlich auch schon, was passiert. Zuerst müssen wir herausfinden, ob es Tiffa gut geht. Was ist denn so witzig, Aeris? Klar, warum vergleichst du nicht als Mädchen? Das ist die einzige Möglichkeit. Was? Immer mit der Ruhe, ich bring noch eine Freundin mit. Aeris, ich kann nicht.
Du machst dir doch Sorgen um Tiffa, stimmt's? Dann los, schnell. Oh Mann. Ich fand das damals schon so geil, Mann. So geil. Mama, jetzt müssen wir. Wo waren der eine Laden? Ging es jetzt dann hier weiter? Entschuldigung, ich würde gerne ein Kleid kaufen. Das wird eine Weile dauern. Ist dir das nicht in Recht? Was gibt's für Probleme? Nur mein Vater, der Eigentümer, hat in letzter Zeit nicht viel zu tun. Weißt du, er näht all diese Kleider. Und wo ist dein Vater? Er sitzt vermutlich betrunken in der Kneipe. Also heißt das, ich muss deinen Vater überreden, mir ein Kleid zu nähen? Ja, tut mir leid, er macht zu viel Ärger. Was ist jetzt los? Könntest du mir helfen, ihn herzuholen? Tja, wenn ich nichts tue, bekomme ich kein Kleid, stimmt's? Wirklich? Bitte hilf meinem verrückten alten Vater, ich weiß nicht mehr weiter. In Ordnung, wir tun was, lass uns gehen, Cloud. Die Aeris ist so ein Wildfang, Mann. Aber richtig. So, dann haben wir hier die Kneipe. Da müssen wir jetzt mit dem Typen reden. Ey, Alter, was geht? Entschuldigung, sind Sie der Vater des Mädchens in der Boutique? Ich gehöre das Geschäft, aber ich bin nicht dein Vater. Habe ich auch nicht gesagt. Nähst du mir ein Kleid? Ich nähe keine Männerkleider und jetzt habe ich schon gar keine Lust. Cloud, warte eine Sekunde, ich versuche mit ihm zu reden. Warum gehst du nicht da drüben und bestellst was zu trinken? Weißt du, er hat ja immer gesagt, dass er sich einmal als Mädchen... Nein, will ich nicht. Darum hätte ich gerne ein hübsches Kleid für ihn. Was, ein kräftiger Bursche wie der? Also, was ist, nähst du ihm eins? Könnte interessant werden. Es wird etwas langweilig, immer nur normale Kleider zu nähen. Dann machst du also eins für uns? Ja, in Ordnung. Was für ein Kleid wollt ihr? Etwas, das sich sauber anfühlt, etwas, das sich weich anfühlt. Und das außerdem schimmert. Okay, ich habe einen Freund, der auch so einen Geschmack hat. Ich werde mal mit ihm sprechen. Und jetzt? Ist er dann jetzt schon drin? Ah ja, ich glaube, wenn wir reingehen, dann kommt er dann automatisch. Wenn ich mich noch recht erinnere. Oh, da ist er ja schon. Oh, da bist du ja. Es ist fertig. Probier's an. Schlüsselobjekt Seidenkleid. Oh Mann. Arschkarte. Wie zieht man das an? Huch, lass los. So ganz stimmt es noch nicht. Eine Perücke, die fehlt. Ich habe mir gedacht, also habe ich mit meinem Freund gesprochen, wo man eine bekommt. Kennst du das Sportstudio? Da gibt's eine Menge Leute wie dich. Geh, red mit ihnen. Wie dich? Aeris, was hast du ihm erzählt? Spielt das eine Rolle? Wir haben bestimmt ein schönes Kleid. Was hast du ihm denn erzählt, Mann? Jetzt müssen wir Kniebeugen machen. Das fand ich immer am coolsten in dem Spiel. Da gibt's so viele Minispiele. Du wirst also einen auf süß machen. Auf süß? Genau. Und die Perücke? Bekommst du, aber nicht umsonst. Big Bro, süßer wärst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Genau, machen wir also Kniebeugen. In Ordnung, aus diesem Studio vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was? Das wusstest du nicht, er ist ja ständig hier und alles dreht sich um ihn. Aber egal, komm hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Wenn du bereit bist, drücke Viereck, um die Hocke zu gehen, X um zum Aufrichten und Kreis, um wieder die Ausgangsstellung zu nehmen. Viereck, X, Kreis. Viereck, X, Kreis. In der richtigen Reihenfolge. Kapiert, los geht's. Die meisten Kniebeugen gemacht haben, bekommen die Perücke. Ich werde nicht verlieren. Die Perücke von Big Bro gehört mir. Sei still. Es ist nicht fair, wenn du gleich loslegst. Willst du da ein bisschen üben? Nicht nötig. Also lass uns loslegen. Los. Los, 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 los. Weißt du, ein Typ, der schwarzer Muskelprotz, der zu blöd ist, Kniebeugen zu machen. Wenn die das nicht einbauen würden, dann könnte ich gar nicht gewinnen. Er hat 70 Kniebeugen gemacht und du hast 21 Kniebeugen gemacht. Du bist echt eine Nummer. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du sie.
Schlüsselobjekt, blonde Perücke. Hey Bro, ich bin so wütend, ich bin so wütend. Halt die Klappe, hör auf zu jammern, weil du verloren hast. Oh, Bros Hiebe geht bis auf die Knochen. Es hat Bro erwischt, oh mein Gott. What the fuck, Alter, was seid ihr für welche, Mann? Ich finde es, die hat schon echt geile Stellen drin, das Spiel, Mann, das war so geil. Du scheinst fertig zu sein, probier es an, um zu sehen, ob es passt. Oh, und los geht's. Siehst du dich nicht um? Okay, ich bin soweit. Nicht schlecht, das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht, sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuche eleganter zu laufen, ungefähr so, Fräulein Cloud. Was meinst du mit eleganter? Du bist echt süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins, hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wär's mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses? Ich möchte dieses. Wie? Ich zieh mich jetzt um. Die streiten sich nicht im Land von anders. Nicht gucken. Ah, zu geil. Und wie sehe ich aus? Oh, ich freue mich so aufs Remake. Ich freue mich so aufs Remake. Dann sieht man das endlich mal, wie es richtig gut ausschaut. Ach, du bist ein Langweiler. Oh, wie meine rumläuft, wie ein Mönch. Oh, hallo, oh, arigato, konnichiwa, hallo, arigato. Speicher. Arigato, konnichiwa. Zack. Weil ich liebe den Style von den Filmen. Und der wird ja im Prinzip eigentlich so in den Spielen übernommen. Im Remake. Und ich hoffe, man hört nächstes Jahr davon was, dass es vielleicht nächstes Jahr schon kommt. Das wäre zu geil. Aber ich habe die Hoffnung fast nicht, dass nächstes Jahr... Was heißt nächstes Jahr? Dieses Jahr. Dieses Jahr, verdammt nochmal, 2019. Ich will es jetzt haben. Wenn ich das beendet habe. Junge, Junge, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Hereinspazieren. Zwei Damen kommen. Oh, konnichiwa. Ich bin Fräulein Cloud. Was, wer hat was geklaut? Hallo, meine Damen. Ist das eigentlich eine Frau oder ein Typ? Ich werde dem Dom Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum. Was natürlich heißt, wir schnüffeln jetzt rum. Das ist unsere Chance. Komm, wir suchen Tiffa. Lass mich irgendwas klauen. Okay, dann klaue ich eben nichts. Geschlossen. Don Corneo Büro, Eintritt verboten. Ja, interessiert mich doch nicht. Oh, hey, Tiffa. Wie er sich nicht traut, hinzugehen. Tiffa? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Aeris. Aeris, Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts draus. War eine Zufallsbekanntschaft. Ist nicht der Rede wert. Was meinst du? Mach dir nichts draus. Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden. Nichts weiter. Armer Cloud, da muss er hier stehen und zuhören, wie wir hier nichts nennen. Was, Cloud? Cloud? Nein, nein, ich hau ab. Tschüss. Schaut euch unseren Hübschen an. Mm, ja, lecker. Was? Warte. Was ist das Wichtige? Alter. Hm? Cloud? Was hast du denn da an und was machst du hier? Vergiss es, was ist nach einem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich hab die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reingekommen wäre. Mir geht's gut, Aeris hat mir geholfen. Oh, Aeris? Tiffa, erzähl mal, was machst du denn hier? Tja, Ahem, ich halt mir einfach die Ohren zu.
Warum? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke, was ist denn passiert? Als ich vom Reaktor Nummer 5 zurückkam, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Schmerbert schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Ah, Don Corneo. Barry hat mir gesagt, ich sollte dem Lustmerk aus dem Weg gehen. Aber etwas beschäftigt mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren. Und darum bin ich hierher gekommen, aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt sich eine aus und dann... Und naja. Na und ich muss heute das Mädchen sein, das die einzige Chance hat. Entschuldige, ich hab's zufällig gehört. Wenn du die drei Mädchen kennst, gibt es doch kein Problem, oder? Naja, aber... Also wir haben hier zwei, richtig? Nein, Aris, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben. Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Oh Gott, Frauen. Wär's dir recht? Ich bin in den Slums groß geworden, ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja, danke, Frau Aris. Frau Aris? Nenn mich Aris. Hey! Es ist soweit, meine Damen, der Don wartet auf euch. Da soll ich sich mal die Haare schneiden, Alter, da stehen drei Härchen ab. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschlüffeln, also Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht zu fragen, was du dem Mädchen bin. Ich nicht, wahr? Du hast recht, es war unnötig. zu fragen. Ja, dann schaut, dass euer Arsch bewegt. Verdammt nochmal. Ich bin Cloud, der hübscheste Mann im Räumhaus. Cloud.